heißt, man muss genau aufpassen, wann man den benutzt. Okay. Kann man machen. Elias, I found the elevator, heading up now. Good. That is detour might actually work for us. There's a weapons locker just past the infirmary. Good place to gear up. You need to watch out now. Security units are back online. Oh God, no! Move! Uh-oh. Lethal force has been authorized. Alter. Area secured. Moving to medical sector. Ja, okay. Sneak past the security units. Ich gehe mal davon aus, mit denen brauchst du nicht reden. Die verhandeln auch nicht. Die schießen erst und stellen dann Fragen. Und ich glaube auch, dass... ja. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich das ein bisschen davon abhängig ist, welchen Schwierigkeitsgrad wir spielen, wie viel die Heilung eigentlich bringt, weil wirklich viele Striche sind jetzt nicht dazu gekommen. Climb up into vents. No activity detected. Stay out of sight. Ja, sicher. Gott. Scanning for active core signatures. Da hätten lang gekonnt. Weapon systems online. Will der hin? Movement detected. Will der hin? Kann ich da was sammeln? Ich hoffe einfach, dass der jetzt wirklich nur da hin und her läuft, wo er jetzt gerade ist. Ein bisschen langsam, wenn ich das mal so sagen darf. Bleibt er jetzt da stehen oder macht er auch irgendwas? Weil ich möchte jetzt nicht da die Tür aufmachen, der hört das und läuft dahin. Weiß nicht, wie der funktioniert, der Typ. Ob der jetzt eine Laufroute hat oder ob der sich jetzt da einfach einnistet da hinten und... Na, es sieht aus, als würde er nicht weiterlaufen. Gut, wir... Threat Condition, bleib mal ganz geschmeidig. Guckt immer noch irgendwie in eine andere Richtung. Black Iron Security Unit active. Oh, Sackgasse, ganz toll. Ich würde ja gerne darüber irgendwie sneaken, aber ich weiß nicht, ob er sich dann jemand mit umdreht. Sieht aber aus, als würde er es nicht tun. Ich versuch's einfach mal. Scanning for active core signatures. Ja, okay. Das ist natürlich sehr lustig, weil er steht da mitten im Weg. Warte mal. Ah. Der hört das ja nicht mal. Dass wir hier irgendwie an den Türen rumspielen oder was? Ja,
Ja, stay low, genau. Das hätte mich eigentlich sehen müssen. Okay, auch die Ärzte sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Das heißt, hier ist es auch eskaliert. Er läuft da hinten lang. Okay, passt. Wo auch immer er hingeht, ich hoffe, er ist jetzt weg. Okay, er ist jetzt da hinten stehen geblieben. Und in the clear heißt, der kommt jetzt nicht zu uns, oder was? Ah. Kiste, sehr gut. Es ist doch echt jetzt ein bisschen... Das ist irgendwie arschig. Da ist irgendein Zeug drin und springt mich dann an. Alter. Warum? Was ist das? Gate Fuse. Irgendeine Sicherung. Mahler's Appointment. Kathleen Mahler. Warte mal, ist das nicht die Ärztin, die uns am Anfang den Chip da einfach reingehauen hat, ohne nachzufragen? Ah, okay, sie hat mehrere Audiologs, aber einmal haben wir ein, das ist Corruptus, Bombusters, Appointment und Shipments, aber die können wir uns nicht anhören. Warum eigentlich nicht? So, ja. Gut, diese OP ist irgendwie nach hinten losgegangen und der Raum erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an so einen Dead Space Raum, wo man reinkam im zweiten Teil. Überall diese Stangen am Boden lagen und man mit der Kinetik die Feinde abwehren musste. Das hat echt viele Parallelen, finde ich. So, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Roboter da hinten stehen geblieben ist, oder wie? Und der geht nicht weiter. Das heißt, wir können uns jetzt hier frei bewegen, oder? Wie sieht das jetzt aus? Weil von hier sind wir jetzt gekommen. So, und dann sind wir da vorbeigeschlichen und der ist immer weiter den Gang entlang gelaufen. Passt, so. Jetzt können wir mal gucken, ob es hier weitergeht irgendwie. Nein, hier ist eine Scheibe, die das blockiert. Das heißt, da geht es nicht weiter. Da ist aber eine Tür. Da steht auch der Typ. Ich glaube, wenn wir dem zu nahe kommen, dann haben wir ein Problem. Haben wir da irgendwas? Nein, haben wir nicht. So, hier ist locked. Ich habe das Gefühl, je näher ich da rangehe, desto schlimmer wird es. Deswegen, ich lass den da stehen. Ich gehe nicht näher ran. Das tue ich mir jetzt echt nicht an. Hier war ich schon drin, oder? Nee, war ich nicht. Oder doch? Da doch war ich. Hier bin ich vorbeigeschlichen. So, hier ist ein Ejector, der sich ein paar Mal gedreht hat, bevor ich überhaupt reingegriffen habe. Sehr gut. Hier ist irgendwas zum Entsperren. Na? Ah, kann ich hier den Spind öffnen? Callisto Credits, 17 Stück. Bin echt gespannt, was ich mit denen machen kann. Okay, wo bin ich jetzt lang gelaufen? Da kann ich was einsetzen. Warte mal. Hä? Moment. Ah, okay, ich konnte die Sicherung einsetzen und jetzt kann ich ein
neues Areal mir angucken, oder wie? Bin ich da so nicht reingekommen, oder was? Energy Converter, was mache ich mit denen eigentlich? Die müssten doch eigentlich in meinem Arsenal sein. Use, drop. So, da oben steht's. A vial of powerful medicine, fluid capable of mending almost any injury once injected into the bloodstream. Components that can be sold for Callisto credits at a reforge for a low price. The UAC has authorized the purchase for these containers to get it out of the circulation. Das ist eigentlich nur zum Verkaufen, oder wie? Dann haben wir hier Schiff und Crowbar. Naja, wenn man das Crowbar nennen möchte, das sieht eher aus wie so ein, weiß ich nicht, Hammer oder so, also so eine Axt. Irgendwie so eine Mischung aus allem. Okay, ist ein ziemlich großer Raum. Kann ich denn safen? Ich kann safen, cool. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier drüber speichern, 18:07 Uhr. Ich mach mal Manual Save. Und überschreibe das Ganze mal. Weil ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier lang laufen, das ist so ein etwas größeres Areal. Ich habe keine Lust, dass uns da irgendjemand in den Hintern tritt. Irgendwas gehört. Wenn ich jetzt auf den drauf stampe, kommt dann wieder so ein Vieh raus? Nee, Gott sei Dank. Und gedacht, ich habe jetzt gleich wieder Besuch von irgendeinem komischen Vieh, was mir ins Gesicht springt. So, wieder Credits. Okay, wir sind jetzt in den Duschen, oder wie? Gibt nur eine Regel in den Duschen in Gefängnissen, nicht die Seife aufheben. Also Jacob, wenn du Seife siehst, liegen lassen. Ich weiß ja nicht. Also wenn hier nichts passiert, weiß ich es ja auch nicht. Dann schauen wir mal, was da drin ist. 14 Credits. Oh oh. Oh oh. Dass ich immer um die Ecke gehechtet komme. Na komm. Oh, der hat mich voll erwischt wieder. Heil dich bitte. Oh oh. Kann man an der Wand nicht irgendwas machen? Boah. Credits, na super. Oh oh. Ich will nicht in die Dusche mit dem. Ich will nicht in die Dusche. Haben wir's? Ich habe die Stelle jetzt ein paar Mal machen müssen und der Checkpoint ist absolut Arsch. Ich sag's mal so, wie es ist. Wenn wir hier hingekommen sind und die drei Feinde da vor uns haben und das Kampfsystem, man muss sich halt trotzdem erstmal dran gewöhnen. Man muss gucken, wann die hier zuschlagen und wie man am besten ausweicht. Und was das dann macht, das Spiel, ist folgendes. Es setzt einen dann, ich gehe mal das kurz wieder hier zurück, die Fuse. Und ja, was das Spiel macht, ist folgendes. Es setzt einen dann gerne mal hier wieder ab an den Checkpoint, nämlich an den hier. Man steht dann wieder hier rum
und darf dann wieder alles von Anfang an machen. Man darf hier wieder diese Truhe öffnen, man darf sich die Fuse holen, alle Sachen wieder einsammeln. Und ja, also der Checkpoint war jetzt ein bisschen heavy. Aber wir haben es geschafft, also von daher. So, mehr Wege gibt es nicht, also müssen wir mal gucken, was wir hier oben machen können. Ah, da geht's weiter. Kann man nämlich auch so eine Fuse reinpacken. Oh, hier brennt's. Oh Gott, der brennt. Ach, Mist. Hat der uns erwischt? Der hat uns erwischt. 11? Ja, Gott sei Dank. Ja, es geht wirklich darum, einfach abzupassen. Was heißt einfach abzupassen? Aber abzupassen, wann die auf uns einschlagen. Und wenn man merkt, dass die halt mehrere Schläge hintereinander planen, muss man einfach ausweichen. Sinnlos draufkloppen ist in dem Spiel auf jeden Fall keine Empfehlung. Also, das bringt auch nicht wirklich weit. Okay. Gott, Health. Change. Do not fear it. For it is only through change that we grow. That we become the best version of ourselves. Change can be hard. But it is necessary. Der erinnert mich sowas von an diesen Titan-Man und Dead Space 2. Der hat ja auch diese Black Marker Sache da durchgewunken, einfach nur, weil er halt eine Veränderung haben wollte. Und am Ende hat er gemerkt, war doch nicht so die geile Idee. Wenigstens als er Isaac getroffen hat, wusste er, dass die Idee nicht geil war. Sag mal, gibt's in dem Spiel nicht irgendwie so ein Schockding? Was mache ich jetzt eigentlich die ganze Zeit mit diesem komischen Metallstab hier? Still looking for that weapons lockup. Okay, I'm getting close. Just keep moving.